Der nächste Text heisst «Wenn's knistert». Und das ist jetzt auch der letzte Text. Wenn mich bissen, mich da wahnsinnig. Extrem überall. Egal, wann ich neue Kleider kaufe, ob ab der Stange, im Fachgeschäft oder im Grossverteiler, es ist immer das Gleiche. Je weniger Stoff am Kleid, desto mehr Stoffzettel sind drin geknallt. Am schlimmsten ist es bei der Slip. Die eigentliche Unterhose musst du richtig suchen zwischen all diesen Labeln. Wäscheanleitungen, Stoffbezeichnungen in 20 Sprachen, Grössenangaben in 5 verschiedenen Ländern, Ersatzknopfträger, Zettel und Warnhinweis. Alles auf gestabigem Stoff, alles hineingenäht, alles auf einem Haufen. Also das Preisschild, das Grössenschild und das Labelschild, die sind ja meistens aus Karton und schnell abgekaffelt. Aber das stoffige Innenleben, das ist schon abenteuerlich. Kaum hast du das neu erstandene Teil am Körper, fängt es an zu kutzeln, beissen, knistern, klemmen und nerven. Ich weiss schon, die meisten Leute hauen wegen dem nach dem Kaufen nicht nur ein Kartonschild, sondern auch noch all diese Stoffzettel sofort weg. Die werden schließlich kein Buch oder ein Heft auf der Haut, sondern eine Unterhose, ein Unterliebe oder ein T-Shirt. Aber ganz im Konträren mache ich es. Ich lasse nämlich die Zettel alle dran. Ich ertrage sie tapfer. Wenn man nämlich diese Zettel einmal sorgfältig durchliest, dann lernt man viele interessante Sachen. Und erst noch in ganz vielen Sprachen. Wissen Sie etwa, was bitte höchstens bei 40 Grad und separat oder mit ähnlichen Farben waschen auf Ukrainisch heisst? Sehen Sie? Das wüsste Sie, wenn Sie die Zettel dran hätten. Und sorgfältig durchgelesen. Und wenn Sie zufällig eine starke Lupe zur Hand hätten oder eine Lesebrille mit Stärke 6. Ich weiss, was es auf Indisch heisst, nämlich Suhu Maximum 40 Grad. Yangan, die Gang, Tang, der Party, Latte, Panegere, Punta, Pensioni, Lene, Brenna. Wenn Sie etwas sagen, wie man Achtung enthält Kleinteile. Kleinkinder unter 3 Jahren vom Kleidungsstück fernhalten, Verschluck- und Erstickungsgefahr auf Polnisch sein. Oder wissen Sie im Moment, wie dieses Kleidungsstück kann Spuren von Erdnüssen enthalten und auf Portugiesisch tönt? Oder auf Holländisch? Oder haben Sie gewusst, dass der folgende Satz deutsch ist? Warning enthält Nickel und andere Allergene, dunkle Farben in Nasszustande von helles Fernhalten und separat waschen. Ich lasse die Stöffli aber nicht nur wegen Sprachlehren, sondern auch daran, dass ich alles richtig mache. Auf meinem Zettel und meinem T-Shirt, das ich letztens gekauft habe, steht «Waschen und bügeln nur auf der linken Warnseite». Gut, also seit ich das gelesen habe und strikt befolge, sieht das Liebli etwas einseitig aus. Rechts immer dreckiger, miefiger und ziemlich verkrügelt und links super gewaschen und ordentlich glättet. Es ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so muss es halt sein. Das ist eben der Style von dem Oberteil. Aber sehen Sie, das hätte ich jetzt nicht gewusst, wenn ich das Zettel nicht gelesen hätte. Sondern zack, einfach nur blindwürdig abgeschnitten. Es kann sogar gefährlich werden, wenn man die Zettel abkaffelt. Weil ich das Zettel an einer neuen Strumpfhose vor dem Kaufen nicht gelesen habe, habe ich nämlich nicht gewusst, wie das mit dieser Strumpfhose ist. Dass die voll anfangen brennen können. Dann habe ich auf einem von diesen Zettel gelesen, dieses Kleidungsstück nicht über offen Feuers und brennende Gegenstände halten. Jesus, echt jetzt? Bin ich verknüpft? Meine Strumpfhose über brennende Gegenstände? Das mache ich doch jeden Tag! Anstatt sie zu waschen natürlich. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die natürlich nicht gekauft. Ja, so viele Vorteile hat das Zettel Wald auf der Haut. Wenn ich extra eine neue sexy Bluse gepostet habe und sie für ein Date anlege, dann, wie sagt man so schön, knistert es garantiert bei dem Date. Sehen Sie, also wenn Sie von jetzt an ein neues Kleidungsstück posten, zum Beispiel Hosen, Jeans, dann lassen Sie von jetzt an alle Zettel dran und lesen Sie sie genau durch. Ich rate Ihnen dringend, sich folgende Hinweise zu Herzen nehmen. Dies ist ein modernes Kleidungsstück. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.
vielmals. Sie dürfen gerne auch noch...